Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. App Review ist wieder am Start, und zwar mit der nächsten App Review, und zwar mit Real Piano. Ja, wir stimmen hier mal direkt ein. Real Piano, wer hätte das gedacht? Wie, wer, wo, wie, was? Man kann hier so richtig Piano spielen. Und das geht natürlich über alle Seiten drüber hinweg. Man kann hier so den Pianisten raushauen. Und das geht einfach, indem man hier einfach so auf die elektronische Art und Weise, man braucht kein Keyboard mehr, das hat man per Touchscreen jetzt ersetzt. Und man kann mit ganz vielen Fingern gleichzeitig spielen. Man kann es natürlich auch hinlegen, das ist natürlich noch besser, so. Und dann kann man, wer das kann, der kann natürlich, kann dann schön Western draufklimpern oder sonstige Sachen machen. Ich kann es nicht. Das Einzige, was ich kann, sind alle meine Händchen. So, und dann haben wir hier so schöne verschiedene Funktionen noch dabei. Und zwar haben wir hier so die Instrumente, das elektrische Piano, Grand Piano, Synthesizer, Organ, keine Ahnung, Akustikgitarre haben wir auch drin. Ne? Nur mal ganz kurz so als kleiner Anreizer so nebenbei. Zu den anderen Sachen komme ich dann auch nochmal. Und zwar gucken wir mal durch. Es sind jede Menge Sachen dabei. Bis zum Saxophon können wir sogar gehen. Das sind also 20 verschiedene Instrumente, die hier vorgespeichert sind beim Real Piano. Muss jeder wahrscheinlich gleich an die Simpsons denken hier. Oder so ähnlich. Also ein bisschen rumgrooven kann jeder hier. Das dauert überhaupt gar nicht lange. Das kann man einfach mal so. So, die Töne hallen auch schön aus. Kann man perfekt hören. Was dieses Hold hier zu tun hat, kann ich persönlich nicht sagen. Vielleicht sind es auch... Nee, es lässt auch doch wieder nach. Hätte ja sein können, dass das Hold für Töne halten jetzt gedacht ist. Ist es nicht. Hier hat man die großen Grundtöne. Man kann natürlich auch immer nach rechts und links gehen. Man kann echt was reißen. Man kann das Ding entweder an die Musikanlage anstepseln, natürlich über 3,5 mm Klinkenstecker oder über die Bluetooth-Ausgangsbuchse beziehungsweise die Bluetooth-Schnittstelle, kann man natürlich alles einschließen, was man möchte. Und dann hat man hier so verschiedene Keys und Akkorde oder wie man das hier auch immer nennen mag. Ich habe da richtig gar keine Ahnung von. Das kann man sich auf jeden Fall hier oben alles angucken und kann dann alles Mögliche machen. Und man kann das Ganze sogar aufzeichnen. So, dann gehen wir noch auf Stopp. Auf Rekord. Auf gerade aufgezeichnet. Und ohne dass wir was machen, kann das Ding hier loslegen. Das ist echt cool gemacht. Das muss man wirklich mal sagen. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Man kann hier unter den Einstellungen natürlich noch sehen, ob man die Vibration anhaben möchte oder nicht. Möchte man die Animation sehen, das kann man auch ausstellen zur besseren Performance. Wenn vielleicht ein Telefon gar nicht mehr so jung ist, geht das alles. Dann kann man natürlich auch noch gucken hier zur Flöte oder Oboe oder was ist denn das Vibraphon? Keine Ahnung, was das ist. Mal reinhören, mal reinschauen, was das ist. Oh, das ist geil. Und da kann man wirklich echt gute Sachen mit rausreißen. Ist das die Zither oder was soll das hier sein? Wollen wir mal reinschauen? Ja, Zither, keine Ahnung. Hört sich ein bisschen an wie so ein... bisschen wie so ein Banjo. Und das gibt es hier auch. Gucken wir mal bei Banjo nochmal rein. Also man kann wirklich verschiedene Sachen machen. Extreme Klasse. Und jetzt schön... Und dann, oh, es sei denn, es kommt natürlich kurz mal dieses. Hallo? Was ist nur los? Ah, jetzt geht's wieder. Kann man sich eins zurechtklimpern? Ohne Probleme. Die App ist natürlich kostenlos im Play Store erhältlich und den Link findet ihr natürlich wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Ich finde es extrem amüsant. Man braucht sich also kein Instrument mehr kaufen, damit man sieht, ob es einem liegt. Man kann sich das Ganze auch runterladen auf sein Smartphone, probiert es dann mal aus, spielt eine Runde und wird dann sehen, ob es einem gefällt oder auch nicht.
So kann man sich die Musikschule natürlich auch ganz einfach nach Hause holen mit verschiedenen Instrumenten. Man muss halt bloß Fingerfertigkeit beweisen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist eigentlich schon alles soweit okay. Und ein bisschen Werbung ist natürlich auch noch drin. Na, nun, mein Gott. Ansonsten stört es soweit keinen. Ich wünsche es gut und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.